So, der Camper ist fast fertig ausgebaut. Die Fahrräder stehen schon bereit und eigentlich kann es jetzt direkt in den Urlaub losgehen. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir hatten es ja schon angekündigt. Für uns geht es ja jetzt nach Italien und es wird ein schöner, reiner Camperurlaub mit den Fahrrädern und einfach ein bisschen so Erholung pur. Und genauso noch als ein kleiner Versuch, damit wir sehen, was alles mit muss, was alles weg kann, nämlich unsere große Weltreise. Genau, und jetzt wird eigentlich nur gleich vollgepackt. Und jetzt zeige ich euch nochmal schnell den Ausbau. So, ihr seht ja schon ein bisschen. Also ich habe hier schon mal die Möbel ausgebaut. Also das heißt, unser Bettgestell ist schon mal ausgebaut. Ja, ansonsten die ganze Elektrik, das ist ja alles fertig. Genau, also ihr seht ja schon, wie der momentane Zustand ist. Jetzt zeige ich es nochmal von hinten. Also wie ihr seht, das ist ja hier unser schönes, unsere schönen Möbel. Und wir haben hier unser Bettgestell. Das wird nachher umgeklappt. Hier kommen noch so zwei Stangen rein. Und hier ist nachher unser Bett schön drauf. Ja, das machen wir wieder zurück. Und genau, soweit ist gerade der aktuelle Ausbauzustand. Ja, und jetzt muss natürlich alles, was wir mitnehmen, noch mit. Deswegen zeige ich euch gleich noch, wie es aussieht, wenn das ganze Auto voll ist. Gut, also ihr seht ja schon, hier haben wir erstmal alles reingepackt und das sieht jetzt vielleicht ein bisschen wüst aus, aber wir haben hier zweimal die Klamotten, dann haben wir hier hinten den Babybuggy, den Campingtisch, also das ist so eine Küche, hier drunter die Stühle und hier haben wir das so gemacht, also hier ist die eine Seite schön belegt. Ja, unsere Klappmatratze, die lassen wir hier in der Mitte und hier die Küche. So, und hier haben wir erstmal die komplette Küche mit rein. Die kommt nachher raus und dann werden die hier die Lebensmittel gelagert. Und ja, genau, da vorne ist dann nachher der Kühlschrank. Der ist jetzt momentan noch leer. Den zeigen wir euch dann auf dem Campingplatz. Und genau, also an sich haben wir hier mal schön gut gestapelt. Also ihr seht schon, platzmäßig ist das wirklich in Ordnung. Wir sind 2 Wochen jetzt weg und als extra Platz haben wir ja auch noch hier die Dachbox. Hier befindet sich zum Beispiel das Vorzelt drinnen von der Markise und noch so Outdoor-Teppich und ja, so Kleinigkeiten noch. Also das ist auch nochmal gut verstaut. Ja, und ansonsten ist es wirklich okay. So, den machen wir wieder zugleich. Und ja, jetzt muss ich noch gleich die Fahrräder anbringen. Ja, also innen ist alles fertig, jetzt nur noch die Fahrräder dran und dann zeige ich euch das auch gleich mal. So, und die Fahrräder sind auch schon drauf. Also ihr seht schon, beide Fidos passen gut drauf. Und diesen Fahrradträger haben wir schon gezeigt. Der geht auch für die Fatbikes. Und genau, ja, normale Fahrräder sowieso. Also ihr seht ja schon, da ist auch noch genug Platz dazwischen. Genau. Also, jetzt werde ich hier noch die Plane drüber machen, weil es soll noch regnen. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So, und jetzt noch ganz schnell hier. Alles ist fertig, hier Schild, alles für Italien. Und genau jetzt hat es angefangen zu regnen. Und jetzt gehen wir schnell rein. Also, alles soweit okay. Jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt gehen wir mal schnell rein und gucken, was die Ivi macht. Also hier, die Ivi macht gerade noch das Essen fertig. Paulchen schimpft ein bisschen, gell? Der will schon los. Ja, hallo Paul, sag mal hallo. Hallo. Genau, also wir sind fertig, wir haben alles soweit gepackt, alles steht. Ja, und jetzt sehen wir uns auf der Straße wieder, gell? Okay, alles klar, Urlaub kann beginnen. So, und zurück auf der Straße. So, also wir sind schon seit heute Nacht oder heute Morgen unterwegs, schon seit um 1 Uhr wach. Und jetzt haben wir mittlerweile schon, ich weiß gar nicht, 9 Uhr. Ja, Paulchen ist jetzt dazu langsam wach, also machen wir die erste Pause. So. Genau, Paul. Hau mal drauf. Erstmal Radau machen. So, jetzt erzähl mal, Schatz, wo sind wir hier? Oh, ich weiß gar nicht genau. Also in Italien. Ja, halt. In Italien, ja. Wir sind schon in Italien. Wo geht's hin eigentlich? Haben wir auch noch nicht gesagt. Also in die Nähe von Venedig. Da haben wir jetzt noch 2 Stunden. Ja. Und dann sind wir am Meer auf dem Campingplatz. Genau. Jetzt zeige ich mal ganz kurz hier die Umgebung. Also, schaut euch hier das mal an. Wir haben schon schöne Berge. Also sieht schon mal richtig gut aus. Ja, es hat schon geregnet. Jetzt so langsam wird es mal ein bisschen schöner. Ja, und ihr seht schon hier, guckt mal. Schön, genau. Also, jetzt zeige ich mal hier noch.
das Auto, hier stehen wir gerade. So, also schon cool mit der Kulisse. Ich glaube, man erkennt es wahrscheinlich so. Genau. Also wir gehen gleich weiter oder wir fahren gleich weiter. Und dann sollten wir so um 11 Uhr, 12 Uhr dann am Campingplatz angekommen sein. Und dann sind wir froh, wenn wir dann endlich aus dem Auto raus können. So, wir sind angekommen. Camping Union. Der eine oder andere wird schon kennen. Ja. Wir checken jetzt erstmal ein. Wir sind total groggy. Mhm. Und dann erzählen wir euch erstmal was kurz zu dem Campingplatz. Und wahrscheinlich bauen wir dann auch erstmal auf, gell? Ja. Genau, alles klar, bis gleich. Da stehen sie, die zwei. Genau, also hier ist mal der Platz. Und jetzt würde man sagen, bauen wir mal schnell alles auf, dass wir ankommen. Und dann gibt's weiteres dazu, gell? Paulchen, ha? Paulchen. Endlich Urlaub. Da, nimm mal du die Kamera, ja. Nimm die Kamera. Oh, yeah. Oh. Genau, alles klar. Prima. Also aufbauen. So, jetzt sind wir angekommen und haben mal alles aufgebaut. Und jetzt zeigen wir euch mal ein bisschen, wie das hier aussieht. Also es hat auch gerade eben schon richtig geregnet. Wir haben das aufgebaut und ja, Regen war alles dabei und drum und dran. Aber jetzt zeige ich euch mal schön, wie das aussieht. Also wir haben Auto, wir haben dann unser Vorzelt, ist verbunden mit der Markise. Dann haben wir die Fahrräder da und jetzt zeige ich mal hier drinnen. So, die Ivy. Hallo. Paul, hallo. So, einkaufen waren wir gerade eben noch. Jetzt haben wir uns hier mal so ein bisschen eingerichtet. Also wir haben hier den Tisch, die Stühle, den Buggy. Dann haben wir hier unsere Küche. Dann innen drinnen sind wir uns noch nicht ganz einig, wie wir das hier so machen. Also wir haben hier unser Bett und alles. Und ja, genau hier sieht es noch ein bisschen aus. Jetzt zeige ich das mal von der anderen Seite aus. Ja, also hier haben wir von der anderen Seite. Also ihr seht schon, wir kommen überall ran, können das alles aufmachen und die Matratze machen wir nachher drauf, wenn wir die brauchen. Und hier haben wir gerade unsere Küche. Die müssen wir jetzt nicht umräumen, weil wir haben ja hier diese kleine Autoküche. Das wird jetzt hier alles umgeräumt. Ja, und an sich ist der Platz wirklich schön groß. Also jetzt ist wieder schönes Wetter. Und ihr seht ja hier, der ganze Platz gehört jetzt nicht uns. So. Und innen drinnen, ich glaube, habe ich noch nicht gezeigt. So, hier ist halber das Bett aufgebaut, aber jetzt zeige ich euch mal hier. Also da. So, hier ist unser Kühlschrank. Also da gibt es immer schön Bierchen. Jetzt auch mal eine Limo. Und, ach, halt. Aus. So, wir gehen ja gleich an den Strand. Jetzt erstmal ein Bierchen für unterwegs. Ja, jetzt zeige ich euch noch kurz das Bett. Wir haben ja hier die hier. Also, die kann man hier einmal umklappen und dann die Matratze drüber. Und das zeige ich euch jetzt hier einfach mal. Hier ist es so, also das hier ist einmal umgeklappt. Und dann mache ich einfach Folgendes. Ich klappe den hier hoch. Und den hier hoch und darauf liegt jetzt noch die Matratze. Ja, und dann haben wir hier den kompletten Schlafbereich für uns. Ja, und bei ungemütlichen Tagen kommt hier unser Tablet dazu. Und dann können wir hier von innen noch Film angucken, wenn uns langweilig ist. Oder hier einfach im Außenbereich noch ein bisschen. Ja, aber der ist eigentlich so gut wie nie an. So, ich räume jetzt mal ein und gucke, wie viel Platz wir hier haben. Und nebenher erzähle ich mal, warum wir jetzt auf so einem riesen Campingplatz sind, weil eigentlich ist das ja so gar nicht unseres. Wir suchen ja eigentlich immer so eher so das idyllische, kleine. Aber es ist so, dass der Kumpel von Baby Paul, dass der gleichzeitig Urlaub hat und die machen hier Urlaub. Und dann haben wir gedacht, das ist schon cool, wenn Baby Paul gleich mit seinem Kumpel hier Urlaub machen kann. Deswegen sind wir auch da. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie es uns hier gefällt. Wir machen das jetzt auch mal mit und dann schauen wir mal, ob wir das nochmal machen. Also wir sind jetzt hier noch mit unseren Fahrerklamotten. Also wir sehen aus wie die Flodders gerade. Ja. So, und hinter uns seht ihr schon einen ewig langen Gang.
Und so sieht es überall aus. Also ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Also total riesig. 100.000 Quadratmeter hat es hier bestimmt. Es ist so riesig. Also wir sind jetzt hier auf den, naja, ich glaube Dauercampingplätze sind das hier. Ja, ich glaube auch, ja. Die kann man sich so anmieten. Und genau, wir treffen uns ja hier noch mit Freunden. Die kommen ein paar Tage später, also sind wir jetzt schon mal da. Ja, und ich glaube, das haben wir schon erwähnt. Normalerweise ist das jetzt nicht unsere Kategorie von Campingplatz, aber ja, macht man jetzt mal mit. Ja, genau. Und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Genau, und die meisten haben es ja schon verfolgt auf Instagram, wo wir gerade sind und so, haben sich schon viele gewundert. Genau, weil normalerweise sind wir immer auf so Naturcampingplätze. Genau, jetzt, oh, jetzt zeige ich hier auch nochmal. Ich glaube, gleich sieht man das. Wie groß das jetzt hier ist. Also das geht bis ganz weit nach hinten. Noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr Reihen. Ja, also jetzt werden wir hier mal ans Meer gehen. Das ist nämlich auch gleich in der Nähe. Und das ist, also wie gesagt, das ist riesig, riesig, dieses Areal. Und da sind wir. Also wir sind hier schön am Meer. Es ist noch nichts los, weil wie gesagt, es hat ja geregnet. Und ihr seht ja schon die Dimension. Und hier kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Ivy in Tarn mit Wanderschuhe. Das ist eine gute Kombi. Richtig schön. Also hier, daran erkennt man die Deutschen. Gell? Baby Paul, hallo. Hallo Baby Paul. Sag mal hallo. Ja, also so sieht es gerade aus. Richtig schön. Schön am Meer. Fehlt nur noch das tolle Wetter, aber das kommt wahrscheinlich auch noch. Geht's? Steckst fest? Ja. Steckst fest. Ah, Paulchen, freust dich, ha? Also Paulchen war, er ist ja eigentlich jetzt noch sehr jung, 7 Monate, gell? Ja. 7 Monate ist er jetzt alt und er war schon in Frankreich an der Côte d'Azur, also der ist ein richtiger Globetrotter. Globetrotter, wie sich das anhört bei mir. Ja, also Paulchen kommt auf jeden Fall rum, ist kein Stubenhocker. Nee. Hier, Paul. Ja. Und es sieht richtig cool aus, wir haben hier schon gesehen. Das sind ganz, ganz viele Krabben überall. Muscheln ohne Ende. Ja, wahnsinnig viele. Wahnsinnig viele, gell? Also wir haben hier am Küstenabschnitt Sand, alles schön und alles voll nur mit Muscheln. Ja, hier die Sonne guckt so ein bisschen durch. Und das Wasser, mal gucken, ob man das so sieht von der Farbe her. Geht schon so ein bisschen ins Türkis. Ist halt jetzt trüb, aber es geht, gell? Ja, coole Sache, oder? Ja. Es gibt eine kleine Pause, es gibt eine Stärkung. Also es gibt jetzt Asia, eine schöne Suppe oder so. Dann was zum Trinken. Hier ist Mainz, Frühlingsrolle und Bierchen dazu. Baby Paulchen guckt zu, darf noch nichts, gell Paulchen? Und dann hier schön direkt am Meer genießen. Also, guten Appetit. Danke, ebenfalls. Oh. Finger weg. So, also wir sind angekommen und ich muss jetzt leise reden, weil der kleine Paul, der schläft schon. Das ist jetzt abends. Ihr seht ja schon, wie es hier bei uns aussieht. Also man erkennt kaum noch was. Das ist abends. Ja, Ivy ist gerade drinnen, hier hinter mir, aber man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht. Also auf jeden Fall sind wir gut angekommen und dann freuen wir uns schön auf die nächsten Tage. Also bis zum nächsten Video. Ciao.